Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Ich bin schon erstaunt, was die Koalition hier für einen Änderungsantrag vorgelegt hat und jetzt auch noch erwartet, dass wir der Meinung sind, dass diese drei schwammigen Punkte, in denen dreimal der Begriff grundsätzlich vorkommt, akzeptieren als einen ernsthaften Beitrag des Landes Berlin zum Thema Verteidigung der Netzneutralität. Also ich finde den wirklich so schwammig und so schwach. Und es ist ja nicht mal Ihnen selbst im Ausschuss gelungen, dazu eine vernünftige Beschlussfassung zustande zu bringen. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich fand den Piratenantrag schon sehr umfassend und sehr ausführlich, ein echt gelungener Beitrag, um in dem Thema tatsächlich mal was voranzubringen. Hätte uns gut zu Gesicht gestanden, den so zu unterstützen, wie Sie ihn gestellt haben, haben Sie nicht gemacht. Es ist sehr schade. Vielleicht können Sie noch was ändern. Dieser Änderungsantrag ist ärgerlich. Nehmen Sie den doch bitte wieder zurück. Damit ist echt hier wirklich nichts gewonnen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es hier um ein wichtiges Thema geht und wir als Land Berlin eigentlich es uns gut zu Gesicht stünde, wenn wir da Vorreiter wären. Der Staatssekretär Böning hat bereits geäußert, dass er sich dem Bundesratsbeschluss, den es seit 2013 schon gibt, anschließen möchte, dass er den unterstützt. Der Bundesrat hat beschlossen, bitte? Ach, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Es geht hier um Netzneutralität. Es geht hier nicht um Prestigeprojekte und gigantische Investitionen. Es geht hier um Chancengleichheit im Internet. Wir wollen einen diskriminierungsfreien Zugang zu beliebigen Informationen im Internet für alle und die Trennung von Netz und Inhalten. Das scheint Ihnen überhaupt nicht wichtig zu sein. Das war einmal das Grundprinzip des Internets und das bedeutet Netzneutralität. Und davon sind wir sehr weit entfernt. Und das muss politisch, das muss gesetzlich geregelt werden. Sonst regelt es so lange der Markt. Das erleben wir ja gerade. Das Mehrklassen-Internet ist übrigens längst Realität. Je nach Vertrag und Bezahlung kann der Zugang schnell und konstant sein oder zum Ende des Monats gedrosselt und abgestellt werden. Das haben wir jetzt schon. Je nach Bedarf und Geldbeutel eben. Jeder kennt das. Insofern heißt es ja im Titel des Piratenantrags ganz richtig, Netzneutralität verteidigen. Und es besteht dringender Verteidigungs- und Regelungsbedarf, damit sich das Mehrklassen-Internet nicht verfestigt und sich nicht auch noch ein Markt für neue und höhere Gewinnerzielung angelegte Spezialdienste etabliert, wie es derzeit passiert. Und darum geht es konkret auch in diesem Antrag. Spezialdienste, deren Daten bevorzugt und mit garantiert hoher Geschwindigkeit transportiert werden. Die Provider können dann Zugänge zum offenen Internet drosseln oder andere Anwendungen blockieren zugunsten dieser Spezialdienste. Um die geht es. Und wenn bestimmte Spezialdienste zur Verfügung gestellt werden, führt das zu Einschränkungen an anderer Stelle im Netz. Das wollen wir nicht. Kleinere, weniger zahlungsfähige Dienste und Anbieter, wie wir sie massenhaft hier in Berlin haben, werden dann benachteiligt und müssen eben warten. Es besteht die Gefahr, dass die Überholspuranbieter auch noch flächendeckend in die Datenpakete hineinschauen werden. Das müssen sie ja, wenn sie wissen wollen, was sie wie schnell transportieren sollen. Das heißt, die Provider entscheiden dann, welche Daten prioritär durchgeleitet werden, heißt, welche Daten für uns wichtig sind und welche nicht, welche Informationen wir sofort lesen können und welche erst nächste Woche. Auch dieses Thema Datenschutz hatte der Piratenantrag abgedeckt. Hier entsteht nicht nur eine Bedrohung für den Datenschutz und für die Meinungsfreiheit, hier entsteht auch ein Markt, der sich schnell zu einem Tarifdschungel aufwachsen kann, den keine Verbraucherin mehr durchschaut. Und dass sich diese Geschäftsprozesse so entwickeln, liegt daran, dass die flächendeckende Breitband-Internetversorgung so schleppend vorangeht. Und die Etablierung dieser Marktmodelle wird dafür sorgen, dass diese noch schleppender vorangeht. Denn wir müssen nicht glauben, dass, wenn sich so ein Modell erstmal etabliert hat, es sich nach Einführung des flächendeckenden Breitbandinternets von selbst wieder auflösen wird. Diese Modelle werden auf dem Markt bleiben, sie schaffen sich nicht selbst ab. Und wir können auch davon ausgehen, dass diese Unternehmen und dass diese Geschäftsmodelle damit die eigentliche Aufgabe, den Breitbandausbau, behindern werden, weil sie natürlich in dieser Zeit bis dahin ihre Interessen knallhart durchsetzen werden. Das alles muss gesetzlich geregelt werden. Wer entscheidet, was wichtig ist und was nicht, muss geregelt werden. Und ich finde nach wie vor, dass die Piratenfraktion hier den besseren Vorschlag gemacht hat. Vielen Dank erstmal.